Der zerbrochene Kristall ist zurück und es geht weiter in diesem riesigen Level, den wir schon knapp zur Hälfte erledigt haben. Haben wir schon einiges an Kisten und Kristallen gefunden. Eigentlich sind die gar nicht so schwer versteckt. Nur die Tatsache ist die, oh, das Level ist einfach so gigantisch. Es ist so unfassbar groß. Wie soll man da nicht die Krise kriegen, frage ich mich. Ich habe jetzt bisher noch die Übersicht behalten, halbwegs. Ich arbeite unten auf dem unteren Bildschirm, da gibt es die Karte und da gucke ich jetzt immer so ein bisschen schielig drauf, wo ich war und wo ich noch nicht war. Ich bin vor allen Dingen mit Knuckles einen Weg noch nicht gegangen. Und wenn ich den Weg jetzt finde, und ich glaube, ich bin gerade im Begriff, ihn zu finden. Ja, das war dieser Ausgang hier, genau. Da waren wir schon mal und sind zurück, weil wir es noch erkunden wollten. Jetzt gehen wir die übrigen Wege. You know what I mean? Möglicherweise war ich hier von der anderen Seite aus schon mal. Okay, nee, hier liegt auf jeden Fall noch was. Vollpunkt. Was? Okay, hier ist ein Kristall. Aber da oben, sehe ich oben rechts, da ist ein Weg für Knuckles zum Graben. Da will ich jetzt auf jeden Fall hin. Ich habe den Kristall gefunden. Jetzt werde ich zusehen, wie man da drankommt. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Es bleibt dabei. Gut, wir haben noch ein Emblem mehr, muss ich sagen. Wir haben ein Emblem mehr. Als bisher nötig war, um diesen Level freizuspielen. Aber wenn der nächste Level, der kann locker flockig ankommen von wegen, jo, du brauchst zwei mehr. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, muss ich mir nach oben das nochmal umschauen, anschauen. Ah, da kommen wir nur von oben runter. Boah. Es ist echt sehr gut gemeint, das Level. Das Ganze hier intelligent zu machen, aber es ist einfach zu brainfuck alles. Wir sind hier mit Knuckles, ne? Haben wir uns doch von hier aus hingegraben. Hier unten ist der Kristall. Ist irgendwie nach da unten. Dann machen wir uns auf den Weg. Das könnte eine Sackgasse sein. Dass wir diesen Weg bereits abschließen. Das scheint so zu sein. Ja, bleibt direkt da stehen. Ja, die können auf verschiedenste Art und Weise fertig gemacht werden, wie ich es schon oft gemacht habe mit Sonic einfach. Oder eben mit Sticks Boomerang, habe ich euch schon gezeigt. Und euch erledige ich auch. Es ist besser, die Gegner alle zu erledigen, weil die kommen ja eh immer wieder. So, Kristall gefunden. Das war also dieser Weg. Sehr gut. Kristall gefunden. Wenn ich jetzt mal gucke, wie viel habe ich denn schon? 3 der 5 Kristalle und 3 der 6 Schraubenschlüssel. Das ist okay. Das ist okay. Das ist eine gute Rate. Ich bin mal ganz kurz die Karte nochmal. Und wir haben 62% des Levels erkundet quasi. Dadurch, dass wir ein offenes Auge behalten haben, könnten uns die 100% in diesem Scheiß-Level doch sicher sein. Nein, so schlimm ist es nicht. Nur ein bisschen. Ich bin für ein bisschen mehr Linearität. Ein bisschen mehr. Okay, pass auf. Wir haben jetzt überall diesen Bereich erkundet, ne? Eigentlich schon. Ich werde jetzt mal zusehen, hier die Position wieder zu wechseln. Knuckles. Ja, wir müssen hier alles gefunden haben. Jetzt sind wir wieder hier. Also Neustart, Freunde. Neuorientierung. Das Blöde ist, es gab ja noch einen anderen Weg, der uns hierhin geführt hat. Moment, kann ich nochmal zurück, bitte? Verdammt, wie komme ich denn jetzt da am besten? Das ist blöd. Mal zurück will. Muss ich mich wieder umbringen, oder was? Ich wollte noch was erkunden. Ah, das ist so... Dass man nicht einfach wieder sagen kann, komm, ich will zurück, ne? Sondern jetzt da rein. Wenn ich ganz kurz an den Checkpoint kommen, kann ich mich wieder zurückschleudern? Das will ich wissen. Nein, kann ich nicht! Oh, ich wollte gerade noch mal zurück was überprüfen. Was war denn da mit dem Sticks-Bereich? Ach, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Worum sie sich kümmern muss. Weil da gab es draußen auch noch was. Und da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Vielleicht kommen wir da auch nochmal hin. Das ist so anstrengend. Ich frage mich jetzt, was hier los ist. Was haben wir denn? Ach, da unten den Weg. Okay. Wow! Warte, warte, sehr verdächtig, sehr verdächtig. Oh, da ist nur Abgrund. Hä,
hätte ich einen Secret hingepackt. Okay. Na gut. Oder was meint ihr? Das wäre doch perfekt dafür gewesen. Hier ist ein Kristall? What? Also meistens sind sie so fies mit dem Verstecken und dann sind sie so... Naja, gut, dann soll es recht sein. Ist okay. Warte mal, ist nicht das Ziel, oder? Nein. Jetzt fehlen aber noch drei Werkzeugkisten. Das mit Tails, ne? Die haben wir schon gefunden. Ah, wir sind, glaube ich, jetzt in dem Sticks-Bereich. Ist hier oben? Okay, da kommt man... Aber was bringt mir das? Das habe ich kaputt gemacht. Das ist das Ziel. Fuck you. Das ist das Ziel. Glaube das nicht. Oh nein. Müssen also noch jede Menge optionale Wege offen stehen. Ah, sehr gut, noch eine Kiste. Wir haben auch erst 74% des Levels erkundet. Das kann so nicht. Aber das Ziel ist da. Es bringt noch nichts. Wir sollten weitersuchen, Freunde. So bitter es ist. Jetzt gucke ich erstmal, waren wir hier schon? Ich fürchte, ich weiß die Antwort. Kommt mir bekannt vor. Wobei alles immer so gleich aussieht. Was soll es einem denn da nicht bekannt vorkommen? Also hier haben wir mit Knuckles gegraben. Boah, ich muss mir das jetzt mal echt mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, was ich schon da angetippt habe. Egal. Wo waren wir noch nicht? Ich muss mir das gerade mal reinziehen. Also da unten... Ah, das war der Bereich, wo der Kristall war. Ne? Und hier wollte ich hin zurück. War ich denn in der Ecke schon? Ich würde tippen, ja. Man wird doch hierhin zurückbefördert. Es gab ja noch einen anderen. Es gab ja noch ein anderes Ding. Genau, das müssen wir finden. Noch eine andere Schleuder, weiter links hier. Alles cool. Ich habe noch alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass dieser Spielaufbau echt nicht jedem Spaß macht. Das kann ich mir vorstellen. Roboter. Das muss ich zwangsweise umbringen. Und dann sowas. Warte, das ist das Ziel, ja? Okay, da wissen wir, dass das Ziel da ist. Wir können eigentlich so ziemlich jederzeit hierhin zurückkehren. So, und hier hat sich Knuckles hingebuddelt. Sehr gut. Langsam macht's Sinn. Oben war der U-Boot-Bereich. Warte mal. Das müssen wir genauer anschauen. Hier konnte Sonic. Ja, der kann da lang. Und ich glaube, diesen Weg sind wir noch nicht gegangen. Das ist die Kunst. Yep. Also hier. Hier seht ihr, da muss Dix irgendwas erledigen. Nein, warte. Der bringt mich nämlich wieder dahin, wo ich eben war. Wisst ihr das? Sehr komisch. Sehr merkwürdig. Da habe ich mir schon mal umgeschaut. Müssen wir vielleicht doch von der anderen Seite kommen. Eieieiei. Das war so gut gemeint von den Entwicklern. Irgendwas will ich schon finden. So einfach. Ja, da unten sind wir zwar lang, aber hier oben nicht, glaube ich. Doch, genau. Und hier waren wir nicht. Hier sind wir nicht weitergegangen. Hard Rock Hallelujah. Gut, jetzt haben wir ja was zum Erkunden. Yep. Die Karte sagt mir nämlich jetzt auch. Du hast die ganze Zeit nur 74% erkundet. Jetzt sind wir bei 79. Ist auch komplett. Ist die Frage links oder rechts lang? Wofür seid ihr? Das riecht nach links. Wow. Fehlen noch so viele. Oh! Wir haben alle 5 Kristalle! Jawohl, ein Emblem ist uns schon mal sicher.
Ah, Freude. Freude. Aber noch so viele. Da müssen wir hoch. Das ist ein Fall für Sticks Bumerang. Aber rechts war auf jeden Fall was. Sehr gut. Da oben so? Ach so, es sah nur so aus. Nein, 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 nein. Geh mal zurück. Ich hasse das. Geh mal zurück, bremst doch mal. Kann ich gar nicht ab. Wo war denn das jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier? Mhm. Jawohl. Nur noch ein einziges Kistchen. Oh, bitte. Dann hätten wir 100%. Das wäre doch mir mal zu gönnen. Echt mal. An alle, die jetzt die ganze Zeit mitfiebern, jetzt darfst du rennen. Das wäre mir doch mal zu gönnen, ausnahmsweise. Das da oben sah auch verdächtig aus, aber ich glaube nicht, dass man so einfach dahin kommt. Moment. Ups. Nein, nein, nein. Gehst du mal bitte da lang? Verdammt. Hier hätte ich was hingepackt. Hier musst du, hier kommst du nicht lang, ne? Du wirst nämlich hier so weitergeschickt und unten musst du lang rasen. Ein schönes Versteck gewesen. Komm mal, Ende des Weges noch so. Eine kleine verdammte Werkzeugkiste. Muss hier liegen. Ich habe alles gefunden. Ich bin so ein geiler Hecht. Also Freunde, dafür Daumen hoch. Wir haben alles gefunden. Alle Kristalle und Werkzeugkisten in so einem verdammt riesigen Level. Auch wenn die Karte mir immer noch sagt, du hast nur 90% des Levels erkundet. Wisst ihr, was mich das interessiert? Ich habe alles gefunden. Oh, wundergeil. Also da werden wir auf jeden Fall den nächsten Level gehen können. Da quasi drei Embleme im Plus sind. Jetzt muss ich das Ende noch finden. Moment. Hier konnte Knuckles buddeln. Das war nicht hier. Da war der eine Weg. Kann ich da lang oder stößt du mich zurück? Komm schon. Unter uns ist das Ziel. Unter uns. Knuckles muss buddeln und dann kommen wir dahin. Sehr komisch designt auf jeden Fall. Ich bin einfach so happy, ne? Das ist ein guter Spirit, der in der Luft liegt. Ah, Freunde, Freunde. Eure Unterstützung. Hat mir geholfen. Jetzt hier oben. Also da es so schön gelaufen ist, bin ich schon motiviert, bei gegebener Zeit wirklich schon mal die 100% in Angriff zu nehmen. Ich drück doch A. Ich wollte gerade sagen, ich stand drin, hab die Peitsche benutzt. Dabei ist es doch auf dem A-Button die Peitsche. Ja, drei Embleme. Alle drei Embleme dieses Levels. Epic, nice. Ha. Bin schon, heute gehe ich mit erhobenen Hauptes ins Bett. Ich habe heute etwas erreicht. Jeden Tag eine gute Tat. Ja. Ja. Gut, dann wollen wir uns mal voranschlagen. Noch ist es ja nicht vorbei. Wenn ich doch nur noch ein Video von Amy reparieren könnte, wüssten wir vielleicht, warum sie hier war. Ich bin nicht so gut im Reparieren. Gibt es vielleicht etwas, das man kaputt machen muss? Im Moment nicht. Vielleicht später. Das ist nämlich meine Spezialität. Willst du was kaputt gemacht haben, frag einfach Knuckles. Das sagen alle. Das habe ich gerade zum absolut ersten Mal gehört. Und? Willst du was kaputt gemacht haben? Außer meine Konzentration, meinst du? Nein, ich...
Quelle, Signal, unten stärker, einen Weg finden. Ding, das hätte Amy ein Signal verfolgt. Wenn ich alle offenen Frequenzen scanne, kann ich... Bingo, da ist es. Das Signal kommt von unter der Erde. Wir stehen praktisch darauf. Glückstreffer! Jetzt geht der Weg weiter. Ich muss mal gucken, wie der Weg weitergeht. Was gibt's denn als nächstes so? Ein Wurmtunnel? Roboterfabrik? Ja, es sind noch viele Wege. Ich finde es gut. Was erstmal wichtig ist, finde ich jetzt, ist, in die Kristalle an Sticks zurückzugeben. Wir sollten mal zu Knuckles gehen. Wir sollten mal zu Tails gehen. Das habe ich nämlich nur gar nicht gemacht, diese Blaupausengeschichte. Da fehlt noch ein Kristall, verdammte Axt. Machen wir das erstmal. Dann werden wir mal sehen, wie das aussieht. Pass auf. Das sieht doch, da fehlt nicht mehr so arg viel. Ne? Jetzt mehr ganz als kaputt, der Kristall. Muah. Gut, jetzt mal weiter im Text. Küstendschungel? Nee, Amys Haus, da brauchen wir irgendwie alle. Da kommt man erst hin, wenn man 100% hat. Was seid denn ihr für welche? Bin ich mir nicht sicher, ob ich das kann. So. Sonic's Hütte, das haben wir ja schon gesehen. Wir müssen auf jeden Fall mal zu Tails Werkstatt. Das schauen wir uns an im nächsten Part, wenn wir auch die nächsten Level in Angriff nehmen. Ja, das war's für heute mit Sonic Boom, der zerbrochenen Kristall und einem großen geschafften Level. Danke fürs Ansehen, danke für eure Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.